Was ist denn gerade schon wieder passiert, Alter? Wir wurden gerade mit Ping-Pong-Bällen abgeworfen. Yo, Peace, Leute. Guten Morgen, willkommen zu einem weiteren Vlog. Da hinten steht mein Bus. Ich bin gerade wach geworden und war nochmal bei der Bank. Und wir gehen jetzt erstmal fresh was zu essen kaufen. AJ wartet noch, der chillt noch ein bisschen. Deswegen gehe ich alleine los. Hier sind auch Abonnenten am Start. What's up? Geht. Es ist crazy, Leute. Überall in Leipzig sind welche am Start. Wir gehen erstmal hier ein bisschen rüber. Huch. Ich muss jetzt die ganze Straße entlang zum Kaufland. Und dann wird erstmal Essen gefoodet und ich sehe aus wie der größte Penner, weil ich nicht duschen kann, Alter. Ich sehe sogar aus wie AJ. Grüße, AJ, auf jeden. Okay, Leute, ich bin auch hier im Kaufland angekommen und jetzt werden erstmal ein paar Mettbrötchen geholt. Schön Fleisch, ihr wisst Bescheid. Haha. Grüße an alle Veganer und Vegetarier. Ich esse auch nicht so viel Fleisch, eigentlich. Ich hab Brot gekauft. Yo, Leute, wir haben jetzt was gefoodet. AJ ist auch am Schlüssel hinter der Cam. War echt lecker. Heute ist aber auch der letzte Tag hier in Leipzig, beziehungsweise wir werden jetzt schon fahren. Wir waren jetzt ein paar Tage hier und ich glaube, das reicht. Wir waren ja auch schon mal hier in Leipzig vor ein, zwei Wochen erst. Deswegen geht es heute nach Berlin in die Hauptstadt Deutschlands. Vielleicht treffen wir auch Keanu oder Hey Moritz ist, glaube ich, auch gerade bei Keanu. Ich würde sagen, die besuchen wir mal und dann hören wir die ganze Zeit auf jeden, ne? Artus. Ach, Leute. Hey Moritz ist jetzt auch mega addicted. Jetzt bin ich übrigens Hey Moritz und der sagt auch immer, auf jeden jetzt. Digga, wir stecken alle an damit. Soll ich mal Merch rausbringen mit auf jeden? Auf jeden. Auf jeden, ne? Merch. Tschüss, Leipzig. I miss you. I miss you. I miss you. Ah, ne, du kommst mit, ne? Ich komm mit dir. Ja, auf jeden. Wollt ihr AJ sehen? Ja, auf jeden. AJ sehen, ne? Auf jeden, AJ. Ne? Auf jeden, AJ. Wow. Übrigens ist natürlich auch noch der KTGA-Bass am Start. Der ist so heftig, Digga. Der ist so geil, Mann. Ja, da hinten sind Abonnenten, Alter. Es ist schon eine crazy Stadt hier. Wir kommen auf jeden Fall nochmal hierher. Wie gesagt, das ist auch gar nicht der richtige Roadtrip. Aber lass uns erstmal nach Berlin fahren. Wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Und wenn die Brille auf ist, heißt das Autofahren. Let's go! Alright, Leute, we made it to Berlin. Wir haben ja auch schon einen Fan im Parkhaus getroffen. Hinten ist es ultra laut. Wir sind jetzt in der Mall of Berlin. Ja, wir besuchen heute auf jeden Fall, hoffe ich, noch Keanu, Hey Moritz und den lieben Kyle. Den habe ich vorhin vergessen. Ich vergesse einfach, dass der in Berlin wohnt. Let's get it! Nach der langen Autofahrt gönne ich mir erstmal einen Burger, Digga. Voila, ein schönes Date bei Mc's. Ja, auf jeden, ne? Mac jetzt erstmal einen Burger essen. Kennt man ja gar nicht von uns. Ja, auf jeden, kennt man nicht, ne? Guten Appetit! Ja, auf jeden, lecker, ne? Yo, Leute, wir sind auf jeden Fall bei Kyle zu dem Hoss angekommen. Ja, auf jeden, ne? Ey, oh mein Gott, Digga, es ist wet, aber jetzt mal ernsthaft, Leute, SpongeBob ist ja eigentlich auch nass. Oder ist SpongeBob nass? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden, ne? Kai will hier sein T-Shirt trocknen. Funktioniert auf jeden Fall super. AJ guckt Pornos, oder? Ja, auf. Was, Digga? Aber Kai, Digga, du hast hier alles eingerichtet, Bro. Noch nicht ganz. Es kommt noch ein neues Sofa rein. Dann wird's lit. Das ist lit. Aber Leute, er hat schon mal ein Bild in seiner Wohnung. Er hat einen kranken Tisch. Das ist nicht die Fernbedienung dafür, oder? Festplatte. Ach so, puh, das war's. Kannst du kurz rausgehen? Boah. Ich würde mir jetzt gern einwedeln. Mit der Palme! Ja! Palme! Aber du darfst nicht an der Palme wedeln. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Oh. Digga, das hat gut getan, Digga. Was glaubst du? Ja, du jetzt sagen, wir müssen an der Palme wedeln. Oder meine Palme wedeln. Weißt du? Du so ein wedeln. An der Palme? Nö. Ja, auf wen? Mal gucken, ob oben was passiert ist. So oben was passiert, Kai? Ein Ball ist jetzt auf dem Mikrofon. Ah. Wow, hier ist das Music Studio auf Kyle Hoss. Leute, gönnt euch das, er redet in den Fußball, wenn er Songs aufhört. Keine Ahnung warum. Es ist auf jeden Fall beautiful. Ich feiere das hier, wie es eingerichtet ist. Es ist schön clean so, ne? Danke, Bro. Bitte. Ja. Okay, Leute, wir werden gleich auf jeden Fall nochmal rausgehen. Ich habe mir auch so eine App installiert. So eine App für so E-Scooter. Ich fahre da gleich auf jeden Fall mal mit. Ich bin noch nie mit so einem Ding selber gefahren. Ich habe jetzt extra die App runtergeladen und so PayPal hinzugefügt, Alter. Aber draußen ist es noch nass, deswegen warten wir noch. Ja, auf jeden. Bis gleich. Alright, Leute, wir sind draußen. Der Verkehr ist laut. Hier sind überall Autos. Autos. Kyle, Digga, wollen wir jetzt mit so einem Scooter fahren? Ich hoffe, wir packen uns nicht hin. Nee, safe nicht. Ich bin ein Skater, Leute. Ich kann skaten, dann kann ich auch so einen Scooter fahren. Let's get it. Oh. Auf jeden. Und? Glaubst du, es geht? Oh. Oh,
Okay, Leute, ich stehe auf dem Scooter. Ich fahre jetzt einfach mit Cam in der Hand. Huch! Are you good, Kyle? I'm good, are you good? I'm good, ja. Wow. Okay, Leute, während des Fahrens zu vloggen ist unmöglich, deswegen kommt die Cam weg. Wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt erstmal in die Mall of Berlin. Ja, auf jeden, ne? Schön Geld ausgeben. Mein Lifestyle. Man kennt's. Let's go! Hallo? 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 Jetzt wird erstmal fett geshoppt. Hallo? Hallo? Oh Mann. Okay, Kyle, zu wem soll ich gehen und einfach so mich neben die stellen? So, hallo? Zu den Asiaten, die da sitzen. Okay, zu den Asiaten, let's go. Die da? Ja. Hi, are you good? You wanna take a picture with me? Yeah. You are so handsome. Hello. Hallo? Auf jeden. Wow, thank you. Thank Where you. From? Yeah, from Germany. Bye. Digga, die waren voll lieb. No Ey, wirklich, joke. Die sahen voll böse aus, Alter. Die haben so richtig grimmig geguckt. Die meinten nur so, yo, I'm from Germany. Und dann ich so, yeah, from Germany. Aber hast du auch Hallo gesagt? Nee, aber ich habe so ein Foto gemacht. Ach und so. Dann bin ich die ganze Zeit so geblieben. War schon witzig, glaube ich, oder so. Vielen. Alright, Leute, nach dem Essen sind wir nochmal hier im Saturn, wie ihr seht. Ich brauche nämlich einen Adapter, weil wenn man im Bus pennt, der Akku ist einfach direkt leer und ich habe keine Steckdose im Bus. Ja, da muss ich los, oder? Ja, ich auch. Lass gehen. Ja, auf jeden, ne? Muss los. Ja, auf jeden. Vielleicht funktioniert das Ding ja hier auch bei meinem Auto. Ach komm, ich bringe AJ auch noch eine mit. Vorgeladen sogar bereits, das heißt, er kann direkt starten. Ich nehme AJ 2 mit. Okay. Fetter Roadtrip-Einkauf hier, Junge. Ah, ich brauche noch was, Leute. Huch, fetter Einkauf. Huch. Okay, Leute, das ist jetzt so ein Roadtrip-Einkauf. Eine Festplatte, zwei Powerbanks, 5000 mAh pro Stunde oder so. Ne? Ja, auf jeden, ne? Keine Ahnung. Dann noch so ein USB-Auto-Ding, dass ich die vielleicht auch laden kann. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert bei meinem Auto. Und noch eine Powerbank. Ja, auf jeden. Ab zur Kasse. Hallo? Ja, auf jeden. 20.000 Artus. Doppelt so viel für den gleichen Preis. Ja, tausch mal aus, Digga. Die hier? Ich glaube. Also das war's mal wieder komplett. So, die nehmen wir mit. Ich glaube, jetzt hast du einen lohnenswerten Einkauf. Ja, auf jeden, ne? Lohnenswert. Zur Kasse. Der Einkauf war erfolgreich, oder? Sehr erfolgreich. Ich meine die Mädchen. Aber ja, war erfolgreich, geil. Ah, let's get back home. Ey. Ja, auf jeden, der läuft gut. Der läuft krass. Produzieren nicht mal mehr. Die so, ach, es kauft eh niemand irgendwas. So, wir sind bei Keanu, Moritz, Paul und so weiter angekommen. Was geht? Was ist denn gerade schon wieder passiert, Alter? Wir wurden gerade mit Ping-Pong-Bällen abgeworfen. Ah, man sieht es nicht mehr so krass, aber egal. Deswegen habe ich einen Grund bei Keanu, weil die Mann, beiden mich abwurfen. Ja, ich bin ein bisschen auf ihn gegangen, ehrlich gesagt. Und deswegen als Bestrafung darf ich... Also, ja, mein Nippel tut immer noch richtig weh. Also das ist so völlig... Warte mal, ich kann gucken, ob ich die Hammer treffe. Nö. Also okay, ich darf dich einmal abwerfen, let's go. Ach du Scheiße. Hey, ich treffe dich rein! Der wäre so stark gewesen. Der war so, der wäre so heftig gewesen. Das hat mich mal weh. Alright, Leute, wir sind auf einmal wieder plötzlich beim lieben Kyle am Stissel. What's up? Ja, wir waren ja vorhin schon hier am Start, wir waren ja schon in der Stadt, Kyle und ich. Und wir haben auf jeden Fall was Nices gegönnt. Ja, moin moin, wo ist mein Deutsch? Ich weiß zwar nicht, wo mein Deutsch ist, aber ich habe auf jeden Fall hier ein paar Powerbanks und halt diese Festplatte gekauft. Und die werden uns so hart beim Roadtrip helfen und ich bin gerade richtig froh, hier bei Kyle sein zu dürfen. Komm mal her, Bro! Ich kann gerade nicht, ich bin busy. Ja, auf jeden, ne? Busy. Okay, Leute, nein, ich wollte auf jeden Fall sagen, ich bin mega froh, ich konnte hier mal fresh duschen. Meine Zähne putzen, geil, Digga, danke, Bro. Kein Ding. Ja, wir haben ja auch schon nice Essen bestellt. Der Roadtrip hustle, Leute. Für uns geht's jetzt auch wieder in den Bus und dann sleepen wir eine Runde. Wir haben ja auch ultra viel schon gemacht. Wie gern wäre ich gerade auch zu Hause, Leute. Im Bus wird es einfach immer so ultra warm in der Nacht. Hey, Tschüssi Jizzle kann das bestätigen. Hey, Digga, Bro, wir haben beide Oberkörper komplett nackt geschlafen, Digga, wie so kleine... Das ist ja so Home-Action, Alter. Hätte man da von außen reingeguckt, beide in Hut unter Hause liegen da so. Auf Film, ne? Alter, wir haben so gesweatet. Oh jo, aber jetzt sind wir wieder fresh, wir haben gefoodet. Und deswegen, Leute, geht der weitere Tag vom Mini-Trip auch zu Ende. Hier in Berlin. Wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button und ey, so standen wir mal nebeneinander. Nee, ja, Digga, wo ist mein Deutsch wieder? Leute, folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram, da ist ich @artusweichert. You already know. Das ist eigentlich AJs Spruch, aber egal. Bis zum nächsten Mal, haut rein und... We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side.